Die linke Seite sieht ein bisschen komisch aus. Nee. Aber das. Eine Strohpuppe. Ah, das müssen wir wahrscheinlich da hinlegen, wo es so nach verbrannten Stroh gerochen hat oder so. Gut. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Gucken, ob ich das noch zusammenkriege, was das für ein Zeichen war. Das T war das, glaube ich. Und das K, meine ich. Da. So. Dann können wir das hier hin tun. Da, da, da. Was ist das? Ein Feuerstein. Und eine Rolle. Ich sehe einstige Leben, künftige Leben und mögliche Leben. Okay. Nett. Gut. Dann hauen wir mal hier das Figürchen rein und benutzen den Feuerstein. Nicht? So. Was passiert nun? Puff. Hinter den Stangen ist eine Art Mechanismus, aber ich komme nicht heran. Okay. Ja, was... Wir haben immer noch das hier, ne? Ach, Moment. Wir haben ja unsere Armbrust. Machen wir einfach mal den fetteren. Was ist das denn? Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Again. Hat der jetzt nur nicht funktioniert, weil ich scheiße gezielt habe? What the fuck war das? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Dann schieße ich mal... Das macht aber keinen Sinn, wenn ich den leichteren abschieße. Nein. Armbrust. Oder ich muss dem Typen da hinten ins Maul schießen, aber ich habe das ja nicht so weit rumgekriegt, oder? Okay. Na gut. Oh, das sieht nach einem lustigen Mechanismus aus. Auf. Was ist das? Ah, das passt in die Truhe. Das ist schön. Wir haben hier noch einen lustigen Brief. Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Ich muss es von ihm abhalten. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Ah, okay, damit kann man irgendwas auseinanderbrechen. Okay. Dann gehen wir mal zur Truhe. Abschließen. Ah!
Und jetzt? Eine Metallscherbe mit einem geriffelten Loch in der Mitte. Wo war das denn? Wo war das denn? Da war doch hier irgendwas. Ja, hier vorne. Stimmt ja, da war irgendwas, wo ich nicht. So. Oh, interessant. Okay. Jetzt kann ich das so drehen, wie ich das brauche. Okay. Dankeschön. Ein Menschenschädel. Schön verziert. Was ist das? Nix. Ach, schön sogar mit. Wow. Ein Schädel. Ich wüsste jetzt nicht warum. Okay, es funktioniert doch. Ja, dann brich mal. Viel Spaß. Ah, sind wir jetzt schon so weit? Oh nein, jetzt fängt das gleich wieder an. Das ist immer so gruselig. Und rechts wieder unser Symbol. Ja, es ist okay. Das hilft mir nicht. Ich kann mich, da ist es. Kann mich nicht konzentrieren, wenn das hier so rumzappelt. Wir hätten jetzt genau 9 Uhr. Wir haben das Kapitel abgeschlossen. Du hast dich im Tempel gut geschlagen. Möge dich das Schicksal durch diese immer düstere werdende Kammer geleiten. Wie viel, sind, wie viele Kapitel hatten das Spiel? Frage ich mal so. 5 oder mehr? Sollten 5 sein, sprich 2 noch. Weil dann würde ich die anderen 2 auf den nächsten Stream verlegen. Weil wenn ich jetzt noch ein Kapitel mache, fände ich, wäre das blöd dann für den danach folgenden Stream. 6. Weil dann würde ich das hier beenden, würde ich sagen, so. Können ja mal den Anfang vom nächsten gucken. Oh, ein Pokertisch. Oder irgendwie sowas. Das ist natürlich schon sehr ansprechend hier. Vor allem mit dem Ding da hinten. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Klavier? Ja, doch, könnte ein Klavier sein. Ich dachte, es wären alles einzelne Tasten, aber es ist so ein Ding, was man aufmachen muss. Ja, dann würde ich dann, weil dann, wenn das genauso gut läuft, ich nenne es mal gut, also ich habe gedacht, ich hätte mehr Probleme, wenn es genauso gut läuft wie in Hidden Stream, also ich würde, ich mache den, im nächsten Stream werde ich das sowieso komplett dann beenden, The Room 2. Aber ich denke mal, dass das da genauso laufen wird wie jetzt so ungefähr. Hoffe ich.
Ja. Ich würde dann einfach mal sagen, wir machen an der Stelle hier Schluss und heben uns den Rest für den nächsten Stream auf. Ja. Dann hoffe ich mal, euch hat das neue Live-Let's Play von The Room 2 gefallen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!